Holdrio und herzlich willkommen zurück zum Mann im Mond. Ja, in der letzten Folge sind wir hier Bruch gelandet und hier angekommen. Und wir haben dieses Mal vor, erstmal ein paar Erze zu sammeln, quasi, damit wir hier mal loslegen können. Ich werde noch ein bisschen Cobblestone brennen, damit wir uns auch mal eine Axt machen können. Wo haben wir es? Na, ich muss erstmal ein paar Sticks machen. Obwohl Kohle hätten wir jetzt auch. Warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann können wir uns nämlich auch eine Axt machen und kommen noch an ein bisschen Holz ran. Vorher können wir ja schon mal gucken. Oh, mittlerweile haben wir Nacht, wie ihr seht. Es ist ziemlich düster hier. Es wird keine Energie mehr gespeichert. Und wir werden das Problem haben, dass dort hinten Mobs auftauchen. Was passiert eigentlich, wenn man hier sowas kaputt haut? Geht das überhaupt mit der Axt? Nein. Ich glaube, wir werden erstmal keine Erze sammeln. Wir werden uns erstmal... Wir haben aber noch kein Eisen, ne? Mist, warte mal. Ich muss mal eben gucken, wie man eine Chisel baut. So, ich bin eigentlich nicht so doof, das zu wissen, aber ihr müsst bedenken, dass ich mittlerweile so viele Rezepte für die Chisel kenne, ein Eisen und ein Stick, genau, weil wir so viele unterschiedliche Modpacks spielen und dann auch jedes Mal die, sag schnell, ich komme nicht drauf, jedes Mal die Modpacks sich ändern und die Rezepte vor allem, so, das wollte ich sagen, gut. Dann machen wir erstmal drei Cobblestone. Dass wir uns mal eine Axt bauen können, um noch ein bisschen mehr Holz zu holen. Wo ist denn jetzt der dritte gelandet? Wo ist der denn jetzt hingeflogen? Der will mich da jetzt echt veräppeln, oder? Wo fliegt denn der hin? Naja, diesmal habe ich drei. Ach, da vorne liegt er. Schau an. So. Wir bauen uns also eine Axt, um an mehr Holz zu kommen. Unsere Sauerstoffflaschen sind noch soweit okay. Dann rennen wir mal ganz schnell rüber, in der Hoffnung, dass da keine Mobs sind. So. Ich kann mal hier ein bisschen zoomen, damit wir sehen, wo hier Mobs sind. Ich benutze übrigens die Journey Map, falls ihr das wissen wolltet. Weil, ja doch, die ist weniger ressourcenlastig, habe ich zumindest so den Eindruck. Ich habe das Gefühl, man die Performance ist dann besser, als wenn man Voxel Map nimmt. Kann aber auch täuschen, ich mag mich da jetzt nicht festlegen. So, auf jeden Fall kriegen wir schöne viele Saplings, das ist ganz okay. Dass wir hier noch ein bisschen mehr Sauerstoff anpflanzen können. Und das wir auch noch ausprobieren müssen. Genau, wenn man hier mit der Hoe drauf haut, dann sollte ja eigentlich links rauskommen. Der wird jetzt auch nichts mehr generieren, weil er keinen Power hat, aber er hat noch Sauerstoff, das ist gut. So, dann flitzen wir mal hoch, nehmen wir mal die Axt in die Hand, falls hier Mob auftaucht. So, dann wechseln wir das auch mal. So, jetzt lass uns mal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Chisel, damit wir Fackeln machen können, damit wir hier unsere Ores einsammeln können. Wir brauchen natürlich, ja, ein paar von diesen Dwarfs. Ich werde aber jetzt kein Vierer zusammenkriegen. Das ist schlecht, weil ich keine vier Kisten zusammenbekomme. Dann nehmen wir erstmal eine normale Kiste. Das sollte erstmal lang, dass wir da mal die Erze reintun können. So, wenn ihr euch wundert, warum ihr so wenig Sound hört, ich nehme an, das liegt an dem Mond und der Atmosphäre. Manche Sachen machen Krach und manche nicht. Ich bin da also auch ein bisschen teilweise überfragt.
Ich weiß nicht, wo da die Prioritäten liegen. Ich glaube, ich mache nochmal eine zweite Kiste. So viel Holz gönnen wir uns. Dann haben wir nämlich eine für die Erze und eine hier für den Kram. Sowas wie Stein, Mondstein, Limestone. Dann packen wir da den normalen Stein und den Cobblestone hin. Hier mal das Holz und die Fackeln brauchen wir erstmal nicht. Saplings. Dann haben wir Spitzhacke und Axt. So. Was ich festgestellt habe, um die Mondnacht zu überwinden, nutzt es auch nicht zu schlafen. Wir können zwar ins Bett gehen und schlafen, kann ich euch gerne präsentieren, aber es wird nicht hell. Quasi, das Schlafen auf dem Mond hat keinen Einfluss auf den Tagesrhythmus im Mond, was ich ein bisschen schade finde, aber es ist nun mal so. Oh, jetzt bin ich aber hochgesprungen. Ich weiß auch nicht genau, ob das so beabsichtigt ist oder wie auch immer. So, ich guck mal, ob wir doch wenigstens noch ein bisschen Eisen finden hier, bevor wir hier aufgefressen werden von was weiß ich was. Das ist Copperohr. Wie gesagt, ich habe ein bisschen in die Config von Galaktikkraft eingegriffen, dass wir hier auch wirklich die normalen Erze bekommen, um überhaupt ja normale Rezepte machen zu können. Damit wir auch eine Chance haben, hier überhaupt mit Technik arbeiten zu können. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist verdammt düster und irgendwie sind über mir Mobs, zumindest auf der Karte. Das kann ja lustig werden. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was passiert, wenn man auf dem Mond stirbt. Rein theoretisch sollten wir auf dem Mond auch wieder spawnen. Zumindest habe ich das so eingestellt. Oder glaube ich zumindest so eingestellt zu haben. Welcher Höhe sind wir überhaupt? 50. Buddeln wir uns noch ein kleines Stück tiefer. Und machen mal einen Gang. Dass wir mal ein gerades Stück lang hauen hier. Ah, es ist so verdammt düster hier. Es tut mir schrecklich leid, dass man hier nichts sieht. Marble haben wir hier. Ich gucke noch mal ganz kurz in den Options, Video Settings. Oh, Brightness kann man ein bisschen höher drehen hier. Das drehe ich mal so auf 70%. So, dann habt ihr vielleicht die Chance auch noch was zu erkennen. Obwohl heller wird es jetzt nicht, deswegen. Schade eigentlich. Ach man, ich brauche doch nur ein Eisen. Gib mir doch ein Eisen. Dass ich wenigstens Fackeln machen kann. Und wir haben keine Spitzhacke mehr. Juhu. Ich will ein Eisen. So, ja, machen wir mal zu. Meinetwegen auch mit Marble. Ist mir dann auch egal. Obwohl, es ist besser, wenn wir diesen Moonrock nehmen. Gut. Da ist ein Mob, das heißt, der muss irgendwo in der Höhle sein. Der scheint ja nicht hier draußen rumzustehen. Da, oh, da hinten. Uiuiuiui. Da ist der Hans oder Franz auferstanden und hat sich eine Glasflasche angezogen. Eine Gasflasche, nicht eine Glasflasche. Mann. So, Moonrock, Moonrock. Die Kohle tun wir da rein. Und den Marble können wir hier mit reintun. So, wir müssen eine neue Spitzhacke bauen. Brauchen dafür zwei Sticks. Machen das Ganze mal. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt hier mitten in die Nacht reingeraten sind. Kann daran liegen, dass wir auf einem Server spielen. Und ich habe gestern eine Folge aufgenommen und also nicht direkt weiter danach. Von daher sind wir jetzt in die Nacht reingeraten und müssen jetzt damit zurechtkommen, ob wir wollen oder nicht. So, ich hoffe, die Höhle ist jetzt noch... Ich muss das mal ein bisschen breiter machen hier, sonst kommen wir so schlecht raus. So, die kann ich ja nicht abschlagen. Auf.
Vielleicht finden wir dadurch ja ein bisschen Eisen. Eine Copper Chisel können wir leider nicht bauen, auch wenn wir es gerne hätten. Also klopfen wir noch ein bisschen Moonrock. Ich gehe erst einmal hier einen schrittweise weiter. Da, was haben wir da? Eisen, sehr gut. Sehr gut. Damit haben wir jetzt gleich auch Licht. Da ist noch mehr Eisen. So, machen wir da wieder zu. Dann gehen wir erstmal hoch Fackeln basteln. Beziehungsweise erstmal eine Chisel basteln und dann Fackeln. So. Treppen sollten wir vielleicht machen. Weil dass ich immer da hängen bleibe, nervt dann doch schon ein bisschen. So, wir schmelzen erstmal ein Eisen ein. Oh, meine Sauerstoffflaschen neigen sich dem Ende. Einmal austauschen. Das war knapp. Gut, dass wir gerade hier waren. Da müssen wir echt, ich habe da oben die Anzeige, aber ich gucke da so selten drauf. Wir müssen uns echt angewöhnen, oder ich muss mir angewöhnen, was heißt wir, ich, dass wir da auch tatsächlich drauf gucken. So, dann haben wir hier noch einen Stick, dann haben wir hier, mache ich nochmal ein paar Sticks für Fackeln. So, so viel Kohle haben wir jetzt gar nicht, aber egal. So, da. Die verbrauchen wir jetzt einfach mal. So. So, wir haben jetzt 8 Fackeln. Wir hatten doch noch mehr. Wir haben jetzt... Wieso sind die unterschiedlich? Ach so, dadurch, dass wir die gesetzt hatten. Okay. So, ein Stick. Ein Eisen ergibt eine Chisel. So, mit dieser Chisel in der Hand. Und den... Fackeln, die ich jetzt nicht mehr tauschen kann, weil sie schon von Galactic Craft sind. Das ist doof. Machen wir, was nehmen wir denn? Sowas hier oder eine Kerze? Ich glaube, wir nehmen Kerzen. Das hat irgendwie was. Und die Fackeln können wir jetzt nicht mehr benutzen. Das ist schlecht. Dadurch, dass wir die gesetzt haben, hat er die umgetauscht. Die kann ich jetzt nicht schüsseln. Das ist ja echt blöd. Ah, das habe ich ja super hinbekommen. Ach man. So, aber wenn wir jetzt die setzen, das kann ich euch draußen am besten zeigen, dann machen die tatsächlich Licht und das ist doch sehr hilfreich. So. So. Gut. Ich hätte jetzt natürlich auch diese Glasflasche nehmen können, einfach damit es etwas authentischer ist. Vielleicht machen wir das auch noch. Wir nehmen diese Glasfackeln, weil wir dann sagen können, da ist halt ein Schutzglas drum. Ach, ist jetzt auch egal. Ihr wisst es ja. So. Gut. Für sämtliche anderen Lampenrezepte, ich habe extra nachgeguckt, wie zum Beispiel von Bibliocraft oder sonstiges, braucht man Glowstone. Und Glowstone wird hier natürlich nicht generiert. Da müssen wir also noch zusehen, wie wir an den Nether kommen. Da auf dem Mond natürlich auch keine Lava vorkommt, natürlich, also als natürliche Ressource, werden wir uns Lava herstellen müssen. Das heißt, dafür werden wir dann auch erstmal eine Maschine brauchen. Warum ich jetzt hier für die Axt nehme, weiß ich nicht. Die Spitzhacke wäre vielleicht auch gegangen, weil wir setzen nochmal eine von den Kerzen. Dann muss ich mal hier ein bisschen umbauen.